Der Herbst naht. Und so wurde am 25. August Leobens Kunst- und Kulturprogramm für die kommenden Monate präsentiert. Von klassischen Konzerten, Komödien, Kabarettabenden und Theater für Kinder über Lesungen, Ausstellungen und Workshops ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Und mit dem Stadttheater, dem Kulturquartier und seit März auch dem Live-Kongress hat man drei ideale Standorte geschaffen, die einem großen Publikum Platz bieten. Wir haben jetzt in diesem halben Jahr rund 20.000 Besucher hier im Live-Kongress schon begrüßen dürfen. Und was die Buchungslage jetzt anbelangt, in diesem Jahr bis Weihnachten sind wir ziemlich ausgebucht. Trotz der allgemeinen Teuerung bleiben die Eintrittspreise gleich. Die Stadt legt besonderen Wert darauf, Kunst und Kultur für alle zugänglich zu machen. Sie nimmt mehr Geld in die Hand, um die Preise stabil zu halten. Sie bleiben gleich, sie sind sehr, sehr leistbar. Ein Beispiel, Rudolf Buchbinder kostet woanders die Eintrittskarte über 200 Euro, bei uns ein Viertel. Beispielsweise Theaterkarten, Konzertkarten, äußerst billig. Und für die, die es ganz schwer haben, gibt es sogar noch eine Sozialkarte. Mit Namen wie Rudolf Buchbinder, Ina Regen und Geri Seidel werden international bekannte Persönlichkeiten nach Leoben geholt. Aber auch regionale Kulturschaffende bekommen eine Bühne. Egal ob bei der heurigen Operette des Musiktheaters Leoben, den Lektors, der LE Frischluft, bei der man im Herbst Lehrende der Musikschule Leoben hören und sehen kann, oder bei Styrically, eine steirische Bescherung, überall kann man regionale Publikumslieblinge erleben. Wir haben Gott sei Dank in der Stadt und in der Region viele Kulturschaffende, die von uns auch unterstützt werden. Und das ist, finde ich, gut und richtig für ein ausgewogenes Kulturprogramm. Von 8. September bis 31. Jänner werden mehr als 50 Veranstaltungen in Leoben angeboten. Der Kartenvorverkauf startet am 7. September. Das ist ein bunter Reigen. Der Folder wird ja dem Startmagazin September beigelegt und die Termine sind ja sonst auch online unter leoben.at natürlich jederzeit abrufbar. Und der Vorverkauf, haben wir gehört, beginnt am 7. September und das Team des Kulturquartiers steht natürlich auch jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung und kann kontaktiert werden.